Alle denken, dass ich voll unsympathisch bin. Du bist auch unsympathisch. Du musst immer freundlich sein auf so einem Blog. Ich bin gar nicht unsympathisch. Nein, du bist nicht unsympathisch. Ich bin mega sympathisch. Hallo, ich bin der Nico und ein Sympath. Juhu, hallo. Ich bin gerade unterwegs zu meinem Fotoshooting oder zu einem Fotoshooting mit dem Nico. Er macht auch ganz coole Fotos und wir haben gesagt, heute Abend machen wir einfach mal Fotos zusammen. Ich habe hier meinen Koffer mit Klamotten und so und Haare gemacht. Natürlich bin ich ein bisschen im Stress, weil das jetzt alles so schnell gehen musste. Aber wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich und dann wollen wir mal ein bisschen rumlaufen und gucken, wo wir ein paar gute Fotos machen können. Ich finde den Nico jetzt auch, weil ich bin schon ein bisschen so spät. Er hat mir die falsche Adresse gegeben. Er sieht nicht so happy aus, wie ein bisschen spät. Er ist ein bisschen genervt, glaube ich schon. Ich bin auch noch an der falschen Seite rausgegangen. Zu spät, Herr Heller. Du hast mir auch die falsche Station. Du hast Merlinger Straße hier gestiegen. Ja, aber weil du gesagt hast, da kannst du hinlaufen. Aber die heißen Meidlinger. Weißt du, wie lange ich diese scheiß Station gesucht habe? Ja, das stimmt. Wirklich? Kannst du es jetzt ausmachen? Wir müssen nicht in diesen Agro-Moment. Was für ein Agro-Moment? Ich bin negativ laut. Ich bin total relaxed. Ja, weil die Sonne untergeht, so relaxed hier. Aber ich dachte, wir wollten nicht so ein pralles Sonnenlicht haben. Ja, dunkel wollen wir auch nicht haben. Ja, dunkel ist ja noch nicht. Mich sieht man immer, ich bin nämlich heller. Ja. Du kannst das kurz brechen. Jetzt haben wir unseren ersten Ort hier. Eine blaugraue Tür. Der Nico ist zwar nicht ganz so überzeugt davon, weil es gerade ein bisschen zu dunkel ist. Weil der Michael 45 Minuten zu spät gekommen ist. Ja, 45 Minuten. Und ja, jetzt machen wir hier an der ersten Tür ein paar Fotos. Wir machen jetzt hier noch für Instagram Bild mit unseren Kameras. Der Nico ist nämlich auch bei Instagram jetzt. Ich werde den Link mal unten in die Description Box reinmachen. Dann könnt ihr ihm da folgen. Description Box, so heißt das. Ich könnte meinen Haaren noch ein bisschen. Ich würde ihn noch ein bisschen höher machen. So? Ich habe mein zweites Outfit an, hier schwarz mal, vor einer roten Tür. Der Nico ist noch nicht so begeistert, aber... Was redest du davon, nicht begeistert? Ich bin begeistert. Er ist wirklich sehr sympathisch. Nee, das ist ja richtig unsympathisch. Du bist so ein tolles Outfit, er ist wirklich sehr sympathisch. Er ist wirklich sehr sympathisch, der ist nur gerade gestresst, weil er bei der Arbeit ist. Und er ist ein professioneller... Du kannst nochmal sagen, Michael einfach 45 Minuten zu spät gekommen. Das stimmt und ist schon langsam dunkel. 20 Minuten. 45. Der lügt. Der lügt. So, jetzt habe ich den Michael gerettet. Der hat nämlich sein Handy da vorne vergessen. Und ich habe gesagt, ey, so schnell gehen Dinge verloren. Ups. Ist es scharf? Ah ja. Die Sonne geht unter. So, warte mal. Zweites Location. Check. Teure Tür haben wir jetzt geschafft, oder? Wie fandst du das, diese... Das war wirklich echt toll. Ja. Sind super Fotos geworden. So, hier ist der Michael fast in Erbrochenes gelaufen. Wieder gerettet, Handy gerettet, vom Erbrochenen gerettet. Guck mal, jetzt bin ich aus dem Fenster gebrochen. Ich mach mal jetzt hier aus. Ich will doch nur leben. Ist das denn zu viel verlangt? So, aus welchem Musical ist das? Bitte in die Kommentare reinschreiben. So, da hatte der Michael mal einen super Vorschlag, einfach mal topless zu machen. Können wir sich anspannen gerade. Machen wir aber nicht, ne? Will ja auch keiner sehen. Hot. So, wir haben jetzt hier schon ein paar Testshoots gemacht. Guck mal. Oho. Meine Haare sehen ganz schön dunkel drauf aus, ne? Aber ich habe auch relativ dunkle Haare. Was die Leute bestimmt noch nie bemerkt haben. Was gibt's denn noch da? Sucht der Nico noch ein bisschen? Und hast du noch was gut gefunden? Nee, das ist nicht so viel gut. Das Shooting ist beendet. Es ist ganz schön dunkel jetzt schon. Es wäre halt noch heller, wenn Michael nicht 45 Minuten zu spät gekommen wäre. Ich wollte es nur noch mal kurz anmerken. Wir machen Montag noch mal ein paar helle Shots mit ein paar anderen Farben. Mhm. So ein Idiot. Aber bist du sonst ganz zufrieden mit den Fotos oder nicht so? Er hat zu mir gesagt, ich bin eher ein modernes Model. Ich passe nicht auf so viel. Das habe ich noch nie gesagt. Du hast eben sowas gesagt. Ich gar nicht gesagt. Boah. Was hast du denn gesagt? Als ob ich sagen würde, warte, Michael ist eher ein modernes Auto. Du hast Model, gesagt, du hast... ich bin ein Model. Da gehört er rein. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen was essen. Und ja, ich melde mich dann später nochmal. Tschüss. Mangoschorle.
Und was hast du? Himbeerschorle. Ich hab Aperol-Spritz. Nein, der... Nico trinkt nämlich keinen Alkohol. Richtig so. Naja, wir werden uns jetzt hier noch was genehmigen und dann schön nach Hause gehen. Ich freue mich drauf. Also, ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Bis dann und ciao. 45 Minuten zu spät, Michael Heller, du Model.